Schönen guten Tag. Kommen bei den Ult-Reset-Wochen. Die haben diesmal Wavik am Start. Let's do this. Wavik wurde ja mir entgegengebufft. Ich bin ja auch so ein Q-Max im Jungle. Und jetzt kann man's maxen, ohne sich zu schämen. Oh, du hast die Raketen genommen. Ist das normal mit Run? Alter, die Take-Speed. Take-Speed kann man sich geben. No tools for you. Das ist mies. Aber so bin ich, Leute. It's me, the Warwick. The wicked of them all. Lecker. So, da kann ich Toplane gehen. Das Ziel ist ja wirklich, so gut wie es geht, zu resetten. So. Ja, ich mache halt auch ein bisschen Damage. Nein! Oh, wow. Das war worth. Das war worth. Ist ein bisschen unsauber, aber ich habe jetzt so viel die Ult resettet dadurch. Oh mein Gott. Problem ist halt, ich kann vor Tibbers nicht weg. Ja, wir machen so richtiges Kratzbett. Die Ult zu benutzen, wenn man Lowlife ist, ist übrigens sehr geil, weil du kriegst halt offensichtlich dumm viel Leben wieder. Ich bin halt in der Luft gestorben. In der fucking Luft. Ja, es, ich meine, ich hatte bei Wits End die Option, das hier zu nehmen, statt mehr Attack Speed. Habe ich schon mehr Attack Speed entschieden. Ja, hätte ich geultet, wäre es GG. Ich hätte einfach 300 Leben wiederhergestellt. Dann wäre alles fein. Aber da, ja, wollte er nicht. Ja, ich esse die halt auch. Wenn die Ult halt kommt, ist halt jeder tot. Macht halt so viel Damage mit dem Bild. Und der Turret macht halt Damage, ne? Die Attack Speed ist halt so nice, ey. Das ist so. Also, das fühlt sich so smooth an, dass ich nicht irgendwie übelst hinterher rennen muss. Rennen, Autotech, rennen, sondern einfach ein Autotech, Autotech, Autotech. Das ist halt einfach. Ist das Legendary Counterplay? Das ist nicht cool. Das ist halt Warwick mit der Ult, ne? Die Annie wird genäselt, buddy. Boah, weg mit dem Onnit-Bild, Leute. Das ist halt einfach nur. Ah, oh, verfickt, es geht los, Leute. Oh. Heiß, dass ich mich so gut hochgehalten, ne? Ah, it begins. Die Ultimate. Okay, Blade of Ruin King wird das natürlich lösen, das Problem. Schon ein bisschen Schaden bei rum, du. Ja, das ist natürlich etwas ärgerlich. Ich meine, du siehst halt das Blut überall und denkst, ja, lecker. Hi. Die Annie geht mir so ein bisschen auf die Ketten. Bye bye. die werden aber zerkratzt. Oh, es wäre ein Double Kill gewesen.
plus 400 Leben. Oh, shit. Das nervt mich, das nervt mich, das nervt mich ja alles. Ja, ich glaube, ich töte ihn fast in einer Rotation. Es ist nicht mehr weit weg, Leute. Oh, ich komme nicht rein. Jetzt mit Titanic, jawohl. Sehr gut. Es hat geklappt. Es sah nicht so gut aus, aber es hat geklappt, funktioniert. Keiner rechnet auch, dass ein Warwick zu einem ankommt und Blade of the Ruined King auch reinmacht, ne? Fucking Garde hier. Holy shit. Der Q heilt ja Damage Dealt, ne? Das heißt, wenn prozentualer Schaden gedeltet wird, dann ist das auch ein krasser Heal. Ja, das ist ein One-Shot. Nein! Oh, ich drücke jedes Mal Q. Ich brauche das da. Das nervt, diese Stunts. Die nervt mich so hart. Das ist annoying, wenn ich ehrlich bin. Nein! Sie stirbt nicht und ich bin alleine schon wieder. Scheiße. Das ist wirklich... LOL ist ein Solo-Game, ey. Das ist der Hammer. Annie lebt halt noch. Das muss ich mir vorstellen. Die hat legit überlebt. Aber der Schild macht die auch strong. Mehr geht nicht. Also ein Trank geht noch. Vielleicht noch das hier. Aber dann ist Schluss. Ich möchte, dass jetzt jemand mit meiner Ult stirbt. Oh, das war gut. Das war very good. Ja, das lasse ich als One-Shot zählen. Ist ein One-Shot. Nicht worth. Oh, das hast du leider verkackt. Oh, what? Du entkommst mir nicht, Bro. Du fucking Warwick, Alter. We did it. On-Hit, Warwick. 40 Minuten. Great shot calling.